Zwischen den Schiffen. Ich hab einen vom Schiff runtergeschossen. Ich hab auch einen vom Schiff runtergeschossen. Moin, und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Nach diesen ganzen aufregenden Festungseroberungen kommt diesmal wieder eine ganz normale, klassische Schatzsuche. Ach, ist das anstrengend. Boah, ganz genau. Als Piraten sollte man nichts für sein Geld tun müssen. Lone Star gleich Patrick Star. Ach, Patrick Star wahrscheinlich. Mhm. Ja, sieht überhaupt nicht. Hin. Was, aber der sieht überhaupt nicht aus wie Patrick Star. Naja, aber der ist fett. Ach so. Mit wem spielt er da? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Leute, die mich einsperren. In den Knast. Nur weil ich meine Fehlzündung habe. Wie steckt man eigentlich jemanden in die Zelle? Mit gutem Grund. Mit Vorsatz. Lädst du den Stream auf YouTube? Auf welcher Insel sind wir hier eigentlich gerade? Oberste Karte. Oh. Oh. Warte mal, da muss ich ja... Moment. Na, da muss ich ja dahin, wo ihr seid. Oh, eine Billigtruhe. Na klar. Ja, aber wir haben ja noch ein paar Karten. Mhm. Lädst du den Stream auf YouTube hoch? Ja, das sind ja die Folgen von Sea of Thieves. Eine Folge wird heißen Knast. So heißt ja auch schon eine, glaube ich. Das letzte Mal Knast bin ich ja, glaube ich, auch schon, habe ich auch schon aufgenommen. Das ist ziemlich oft, ne? Ja, komisch. Warum wird Shadow eigentlich nie eingesperrt für seine Aktionen? Hä? Warum werde eigentlich immer nur ich bestraft, wenn ich sowas mache? Ja, weil Shadow mal sinngemäß klug agiert, der Situation angepasst. Ja, ja, natürlich. Bedarfsgerecht, genau, das Wort habe ich gesucht. Na. Ah. Laufe ich eigentlich richtig? Mhm. Ich bin nach da oben, vielleicht ist da eine Kiste. Hui, oh Gott sei Dank, da unten war Wasser. Ah, schade. Tipp an dich, betrink dich und geh in die Kanone und schieß dich ins Meer, wie tief man dann ist. Ich glaube, das kann ich auch ohne vorher mich zu betrinken ausprobieren. Ich glaube, egal was ich den Live-Chat frage, was ich machen soll, es kommt vorher immer, betrinke dich und... Dann würde ich doch mal sagen, betrinke ich mich doch gleich mal. Ich betrinke mich. Wenn er doch nur nicht immer das Ding wegstecken würde. That's what she said. Oh Gott. Gefängnis. Schlechte Witze. Da sogar der Craig. Mein Gott schon. Was habe ich denn jetzt in der Hand? Ich sehe nicht, was. Achso, mein Krug und der ist leer. Okay. Ah, scheiße, es ist so dunkel. Ich helfe euch mal. Müssen wir nicht noch einschlagen? Vorher? Ich glaube, das ist es schon. Achso. Wohin? In welche Richtung? Oh Gott, es dreht sich auch schon wieder. Osten müssen wir. Willst du kotzen? Willst du in den Knast? Daneben, daneben. Was? Unmöglich. Du kannst einfach nicht zielen. Aber. Ich glaube, irgendwen habe ich getroffen. Nein. Jetzt hast du getroffen. Ja. Ah, oh Gott. Ich
Da kam aber noch ein bisschen mehr raus als nur Kotze. Du musst auch Musik machen. Hier liegt ein Stück Leber. Ach Mann, der wechselt dann immer das Instrument. Was kannst du denn eigentlich? Na, nichts! Es stand doch Sachen der... hochjagen! Und ich, wir haben schon tolle Sachen. Ja, hast du es auch gelesen? Was? Schön. Was für Sachen? Was denn? Ich verstehe jetzt nicht, was ihr meint. Warum nicht? Ich glaube, wir müssen anhalten. Nein. Oder? Das ist die falsche Insel. Ach, das ist die falsche Insel. Aufgelaufen sind wir trotzdem noch. Aber nur leicht. Überall hörst du das Blubbern. Aber nur leicht. Das sind nur oberflächliche Schäden. Sehe ich nur ein Loch. Siehst du? Habe ich genau gehört. Mit meinen Fledermausohren hier. So. Achtung. Bereit halten. Wir sind noch ewig weit weg. Naja, deswegen sage ich ja nur bereit halten. Halte meinen Eimer. Und keiner, ich wiederhole, keiner lässt hier irgendwas zu Wasser. Selbst wenn irgendjemand Anker sagt. Er hat Anker gesagt. Nein. Wir sind doch noch zu weit weg. Warum sagst du denn an Anker? Ich sag dir, selbst wenn irgendjemand Anker sagt. Der hat Anker gesagt. Ich glaube, hier könnten wir ankern, oder? Ja. Der hat Anker gesagt. Anker. Ja, jetzt kommt kein Anker, weißt du. Seid ihr denn für Matrosen hier? Da sagt mal Anker und kein Anker kommt. Oh, scheiße. Hast du eingeschlagen auf den... Oh. Egal, das passt noch, ist alles gut. Das sieht alles nur so kritisch aus. Das ist alles okay, alles gut. Ich schränke in die andere Richtung, so bam. Hui! Gott, weiße Flagge. Ich muss erst mal lesen, was müssen wir eigentlich machen? Eine weiße Flagge bei einer Fassplattform. Die weiße Flagge bei der Fassplattform sieht die Sonne nie, wärme den Ort mit deiner Melodie. Ah, ich habe eine weiße Fahne. Ich habe sie gefunden. Spielmusik. Dann mach Musik. Haha. Und du? Erreichst du... Ach, das ist wieder weggesteckt. Erreichst du die Heimmalerei auf einem Felsgipfel, so leg dich noch nicht zur Ruhe. Grab 9 Schritte den Süd-Südosten und du findest eine Truhe. Hab's. Ich habe es. So, und jetzt? Jetzt noch wissen. 9 Schritte gen Süd-Südosten. Ist das da oben auf dieser Felsbrücke? Nö. Ganz am Rand. Ich hab ihn dann. Ich bring ihn mit. Sehr gut. Haha. Okay, dann gehen wir doch mal zum Schiff zurück. Oder haben wir hier noch was zu holen? Nee, ne? Nö. Wir haben die Segel nicht hochgenommen. Ja, das macht nichts. Wir kommen da noch rum. Ja, passt. Aber wir müssen die Monster noch mal einsammeln, oder nicht? Ich bin doch da. Die Monster ist doch noch schon da. Der Schatz doch Hast nicht du nicht da. Gesehen, dass er hinten hochgeklettert ist? Nein, ich hing am Anker. Ich konnte nichts sehen. Hast du nicht gesehen, wie der Schiff sich geneigt hat, als ich an der Leiter ging? Ja, hast du nicht den Tiefgang bemerkt, den wir plötzlich gewonnen haben?
glaube, wir müssen nach Süden übrigens. Okay. Ich steuer mal dahin. Ja. Süden. Kannst du dich mit der Kanone wegschießen? Ja, das mache ich jetzt mal, weil sonst die ganze Zeit immer geschrieben wird. Komm. Ich schieße mir jetzt die Kugel raus und dann. Ach, hier ist. Warum geht denn das nicht? Kann ich die nicht? Die Kugel, die muss man erst rausnehmen. Aber ich kann die nicht rausnehmen, so, irgendwie. Jetzt kannst du vorne rein. Hier. Da. Ja. So. Wo wollen wir den haben? Ach komm, da oben gegen den Felsen. Ja, gegen den Felsen da oben. Komm. Hui! Da! Ah! 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 Besauft euch! Ja. Drei Master vor uns. Ja. Ende. Praktisch, dass ihr mich weggeschossen habt. Und ja, du wolltest es so. Das war der Befehl eines Captains. Ja, stimmt. Ah, das ist der Meermann. Ich komme gleich wieder. Der Meermann, keiner macht mich mehr an. Der Drei Master macht mir Angst. Den hauen wir jetzt in den Hintern. Feuer! Ich verhöhne sie, indem ich hier oben stehe. Ich hab nur zweimal getroffen. Ich hab gar nicht geschossen. Ich musste trinken. Das war in der Situation die eindeutig bessere Entscheidung. Hä? Aber der haut ab, also der kommt nicht zurück, der will nichts von uns. Dann haben sie Schätze, wir müssen sie verfolgen. Wir haben auch Schätze, scheiße. Aber die sind gerade vom Outpost da gekommen. Ja, dann haben sie bestimmt keine Schätze mehr. Jetzt dreht er. Jetzt haben sie realisiert, Moment mal, haben die uns getroffen? Auf sie! Die sind ungefähr so schnell wie wir. Mit den Gedanken. Ja. Komm, wir schießen dich nochmal weg. Nein! Aufs andere Schiff. Ich hab mich gerade selbst abgeschossen schon. Ja, du solltest doch betrunken abgeschossen werden ins Wasser. Wo ist denn da die Insel überhaupt da vorne? Keine Ahnung. Da, wo die Felsen sind, da. Da sind doch so Palmen und Bäume, da müssen wir dran. Da, wo die da sind. Mhm. Da, wo die da. Alles klar. Da. Wie sollen wir das Schiff jetzt anhalten? Ich seh nix mehr. Naja, mit dem Anker, glaube ich, so etwas. Anker gesagt. Jawoll. Ui, diese Fliehkräfte. Oh, Moment, das sind nicht die Fliehkräfte. Oh, wir werden jetzt getroffen. Ach nein, werden wir nicht. Guck mal, die können nix. Dann sollten wir wegsnipern, den Typen. Ja, warte, ich. Feuer. Ach was, wegsnipern, warte. Von wegen. Oh nein, die gute Munition. Hui, oh scheiße. Ja gut, besoffen mit der Kanone zu schießen scheint doch keine so gute Idee zu sein. Oh. Ach, wo die Kugel herkam, gibt's noch der mehr. Der Dreimaster kommt. Oh. Echt, wo siehst du den denn? Hinten. Hinten? Nein, vorne vom Schiff aus. Kommt auf uns zu. Wow, das habe ich gerade einen fahren gelassen oder was war das? Oh Gott. Boah, Alter. Wir müssen losfahren. Ja, ich mach doch. Guck doch, wie ich hier arbeite. Mit vollem Körpereinsatz. Ist es eingeschlagen? Ist ja. Ja, ist es. Weiß es nicht. Kommen die oder gehen die? Die kommen. Die kommen. Sind gekommen, um zu bleiben. Mehr Kugeln. Da. Vollkommen unprovoziert greifen sie uns an, die Schweine. Genau, Vollkorn und reduziert. Das ist genau das, was ich sage. Keiner ans Steuerrad gegangen ist hier. Boah, die haben ja am Kopf vorbeigeschossen, die Schweine. Ah, guck mal hier. Das ist Treffsicherheit. Demonstrierte Treffsicherheit ist das. Jetzt haben sie auch einmal unten hingeschossen. Die Null. Mir haben sie zweimal am Ohr vorbeigeschossen. Ich höre solche Null. Ich höre wieder das urinierende Geräusch. Ja, Entschuldigung.
Das war's schon. Hier oben flicken wir auch mal direkt. Schieße dich mal zu den Gegnern. Sind die schon so tief im Wasser? Wenn sie jetzt nicht reparieren, sind sie gleich weg. Ich glaube, die sinken. Ich wollte gerade sagen, die sinken schon, oder? Ja, die sinken. Das? Die sinken auf jeden Fall. Also sie sind auf jeden Fall gerade mit Wasser voll, würde ich sagen. Ja, wenn sie jetzt nicht. Bewegt sich allerdings jetzt. Okay. Haben sich vielleicht gerade so noch gerettet. Ich glaube, ja, die haben sich gerade so über Wasser gehalten. Oh, der kommt gut. Ah, schade. Oh, da wird's aber einer wissen hier. Jawohl! Das wird ihnen eine Lehre sein. Oh. Das wird so nichts, wenn wir uns ewig im Kreis drehen müssen. Ankermanöver machen. Okay, Anker, sie hat Anker nein, gesagt. Nein, nein, nicht jetzt! Da kannst du nicht sowas. Du hast Anker gesagt. Du weißt, was das bedeutet. Hier, ich hab's noch gezogen. Kann ich schnell wieder hier hoch damit. Ja, hier. Sie haben getroffen. So viel dazu. Ich höre es blubbern. Ich gehe runter. Ich mache. Ich tue. Ich eile. Die haben angehalten? Ja, haben sie. Voll drauf. Huch. Hast du wieder unser Schiff abgeschossen da unten? Mann, das ist hier voll verbuggt. Ach so, hier hat schon einer repariert. Wo ist denn hier noch ein Loch? Wir laufen doch immer noch voll. Irgendwo ist doch hier noch ein Loch. Diesen auf Entfernung mit Schrotflinten. Brauch mehr Kugeln jetzt. Boah. Bin tot, jemand muss lenken. Ich wurde auch getroffen. Ich lenke. Ja, das lenkt High Elo schon. Ich hab gedacht, der fliegt dran vorbei. Und der doch nicht. Nee, manchmal treffen sie dann doch. Ich hatte übrigens auch noch die Hälfte Leben. So, Moment, jetzt was war jetzt? Oh, wir laufen voll, glaube ich. Ja, du warst, ich lenke. Alter, wir haben so viele Löcher. Warum nimmt der denn jetzt das Brett nicht? Ich hasse das, ne? Scheiß Steuerung. Okay, wir müssen ein paar Segel hochholen. Mach ich mal. Ritzi ist bei mir nackt. Schon wieder. Ohne alles. Einmal Ritzi ohne alles, bitte. Ohne Beilage. Hey, wir sind an der Insel, zu der wir eigentlich wollen. So, wir sind in Schussreichweite. Ja? Oh ja. Noch so viel Wasser unten drin. Ja, er hatte ewig das Brett immer wieder weggelegt bei mir. Jetzt drehen wir uns zu stark. Ich hab keine. Egal. Das wird gut. Auf sie mit Gebrüll. Wir sollten vielleicht nicht mehr einschlagen, aber ich ist keiner am Steuer. Egal, warte. Ja, wir werden sie rammen. Sie rammen ja, uns aber gut. Auch, guck mal, sie machen das auch, sie machen das gleiche. Jetzt können wir aber nicht aufs Schießen. Ich bin runtergefahren. Ah! Zwischen den Schiff. Ich hab einen vom Schiff runtergeschossen. Ich hab auch einen vom Schiff runtergeschossen. Sie waren so schön auf Kanonenhöhe gerade. Ja, ne? Hier ist einer auf unserem Schiff. Der messert mich gerade. Also ihr müsst Löcher stopfen, ich hab einen getötet. Und den Typen umbringen. Ich hab ihn getötet, ich hab ihn getötet, ich hab ihn getötet. Ich stopfe, ich stopfe. Okay. Wir haben überhaupt keine Löcher, Lüge. Gott. Da fliegen die Kugeln, ey. Ich glaube, ich muss schon wieder runter. Strudert's? Nee. Wir müssen die mal da oben wegschießen. Die manövrieren ganz klug. Jetzt Strollerts, scheiße. Könnten wir nämlich schneller werden am besten. Also. Okay, ihr seid an Bord. Ich bin tot. Er ist auch tot. Wir haben einen ganz schön hohen Bretterverbrauch hier.
Wir spielen traurige Musik. Oh, wie es knirscht, ey. Was knirscht denn so? Schnell, schnell, schnell. Komm ja aus dem Wasserschöpfen gar nicht mehr raus hier. Und waren gerade weit weg. Na. Ich hol mir mal noch Kanonenkugeln. Falls wir gleich wieder eine Breitseite geben können. Eben und sind gleich wieder hinter uns. Hm. Toll, da wäre nix. Ich glaube, das kommt von der Fahrtgeschwindigkeit auch nicht hin. Ja. Bei denen aber auch nicht. Schön, wie wir uns gerade so umkreiseln irgendwie. Hm. Wie so zwei Planeten auf einer synchronen Umlaufbahn. Also Ankermanöver. Jetzt schon? Du hast Anker gesagt, ne? Ach. Ja. Also direkt wieder hoch jetzt. Direkt wieder hoch. Klar. Spielt mal Musik, passt gerade gut. Ja, wir haben auch gerade überhaupt nicht alle Hände voll oder so. Die haben aber, glaube ich, auch gerade ein Ankermanöver gemacht. Guck mal da. Ja, die machen es gerade. Da habe ich auch gerade denselben Gedanken gehabt. Ah, scheiße, ich kann nicht weiter rum. Jetzt drehen wir uns wieder schlecht, ja. Aber sie rammen uns wieder gleich. Wir nehmen sie. Die wollen uns wieder rammen. Die falten genau auf uns zu. Schießen wir jetzt voll in sie rein, hier vorne. Und... Aha. Wieso versuchen, darüber zu springen? Kann man versuchen. Boah. Gott. Wir haben Löcher. Ja, ich merk's. Ganz schön viele, glaube ich. Oh ja, drei Stück. Wir laufen verdammt schnell. Ich bin tot. Ich werde hier getötet. Hier ist einer an Bord und wir haben drei Löcher. Wir laufen ganz schnell voll jetzt. Kritzi, da ist einer hinter dir. Wir müssen schnell schöpfen. Ihr müsst für einen stopfen. Sonst ist gleich nichts mehr zu schöpfen. Ja, aber einer ist zu spät. Einer muss schöpfen, sonst geht's nicht, wenn beide stopfen. Dann muss Wasser raus. Sonst. Jetzt sinken wir. Hat er hier den Bootsingenieur getötet, der kleine Schweinehund? Ich will noch ein paar Kanonenkugeln wegnehmen. Ein bisschen. Nein, wir sind gesunken. Selten kommt's vor, aber es kommt vor. Ich schnapp mir jetzt hier mein Musikinstrument und bezirze die nächste Schlange. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Sea of Thieves. Bis dann, ciao, ciao.